Hey, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodim zu einem neuen Netztest auf Zwergen Trust RP. Wir spielen die Demo-Version, Gameplay-Demo von Resident Evil Village, Resident Evil 8 für den PC. Frisch rausgekommen. Das Spiel ist jetzt in diesem Monat noch rausgekommen. Ich kenne es tatsächlich noch nicht. Ich lasse mich überraschen. Hab viel Positives davon gehört. Schauen wir mal rein. So, na dann. Starten wir in Demo-Dorf. Let's go. Wir spielen natürlich auf leicht. Das brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ich in Horror spielen. Ja. Hinweise zu dieser Demo. Die Spielzeit dieser Demo ist auf 60 Minuten begrenzt. Das Spielen ist nur online möglich. Die Demo verfügt über keine Speicher- und Ladefunktion. Okay. Nachdem seine Tochter Rose entführt wurde, findet Ethan sich in einem seltsamen Dorf wieder. Er irrt eine Weile umher, bis einer alten Frau begegnet. Schließt das an Resident Evil 7 an. Ethan gehen wir noch aus Teil 7, oder? Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Ja, Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein, halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Und wer kommt zurück? Okay, du musst das Tattoo. Das ist hier ein bisschen unsensibel eingestellt. Okay, was haben wir hier? Ein Haus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier rein will. Okay. Das erste Mal in ein Haus rein. Okay. Waffen, Munition wäre so mein erstes. Mit der ich schon ein, zwei Resident Evil Spiele gespielt habe. Meine Maus-Sensibilität ist heute ein bisschen extrem. Ich hoffe, man hört das Kratzen der Maus nicht zu sehr. Ich muss quer durch den Raum werfen, damit hier mal was passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser einstelle. Noop, noop. Das muss ich durch unbedingt mal einstellen. Das funktioniert so nicht wirklich. Vielleicht kriegen wir es doch irgendwie hin. Bartkatz. Irgendwas fehlt. Okay. Ja, die Kurbel. Und wahrscheinlich. Rostige Reste. Material für die Herstellung von Objekten. Tab. Oh, ich habe eine Pistole. Ausrüsten wäre nicht schlecht. Geschossen wird wahrscheinlich mit der Maus. Okay, das sieht ja schon alles wunderhübsch aus. Schön verschneit hier. Shift laufen.
Karte aufrufen. Friedhof. Okay. Untersuchen. Okay. Sieht aus, als könnte man hier was einsetzen. Okay, wenn die Toten gleich wieder erwachen zu leben. Und was haben wir hier? Ein bisschen Kraut. Das ist nicht verkehrt bei Resident Evil. Erscheint 5 Minuten steht. Das waren schon 5 Minuten. Verarsch mich nicht. Wie schnell die Zeit vergeht. An der anderen Seite verschlossen. Okay. Eine Statue. Die wir nicht untersuchen können. Waren wir hier schon? Ich hoffe, hier gibt es nicht zu viele Jumpscares später. Ich höre es schon knacken. Im Gebüsch. Okay. Bisher noch nichts. Wahrscheinlich muss ich erstmal den Brunnen reparieren dort hinten. Mit dem Teil, was ich gerade bekommen habe. Irgendwas fehlt. Das haben wir ja im Inventar. Oder nicht? Nicht. Dann halt nicht. Aber die müssen wir das doch. Das scheint hier was Wichtiges zu sein. Das müssen wir reparieren. Und schon einen Schuss verschwendet. Das werden wir später bitter bereuen. Vielleicht hier hinauf. Aha. Okay. Schön mal messern. Okay. Können wir hier mal rein? Blutfernfragment. Okay. Okay, wo sind wir jetzt hingelandet? Im Hinterhof. Ich würde sagen, hier geht's weiter. Oha, ich höre schon. Zielen. Aber wohin? Ich sehe nichts. Ich sehe niemanden nahen. Wo? Wo, wo, wo? Ich höre nur was, sehe nix. What the fuck? Das ist gruselig. Hier im Schuppen was. Ich
Tür, aber ich sehe nicht. Ich mag keine Jumpscares. Wo ist hier was? Da ist was. Uha. Uha. Auf die Köpfe ziehen. R nachladen. Uha, ja, gut. Es geht nicht gut für mich aus. Ich muss nachladen. Na komm. Da komm auf den Kopf! Auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf! Ich hab keine Munition mehr! Das ist Space! Messern! Ja, das. Happy Messern! Rostige Reste! Das war klar, dass ich jetzt hier sterbe! Ich bin noch nicht tot. Ich bräuchte Munition. Na komm. Komm zu Daddy. Stirb. Das Inventar. Ich sollte mal rein in die Hütte. Ich habe eine Pflanze. Heilung, 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 Heilung. Und dann dringend neue Munition besorgen. Schließen Sie die Tür. Bitte. Die ist nicht sicher, die Tür. Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich will nichts tun. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Luisas Haus. Schutz suchen. Ich habe nach wie vor keine Munition. Ist das so clever? Okay, ich sollte Munition holen. Gibt es hier Munition drin? Halte durch, Vater. Ich will ja nicht mit einem Messer rausgehen. Das ist. Hoffentlich gibt es da draußen irgendwo Munition. Schießpulver. Ich weiß nicht, ob das mir jetzt in dem Moment hilft, aber. Inventar, Schießpulver. Okay, ja, nee, das ist noch. Nichts Gutes, habe ich jetzt eine Kiste. Munition. Dankeschön.
Das habe ich gebraucht. Irgendwas fehlt. Haben wir nicht genügend rostige Teile? Egal. Okay, da kamen wir doch irgendwie hoch. Und jetzt hier rüber. Die Mama. Erstmal auf Toilette gehen. Oh, ist eine Mekalie. Einmal ins Klo schauen. 15 Minuten später. Ja, ich werd bekloppt. Zeit vergeht so schnell. Man Spaß hat. Erstmal die beiden. Okay. Okay. Das Null von Fragment. Na komm. Aufschließen. Kommt, alles gut. Los, schnell. Ich fürchte, das wird nicht gut. So wie ich das kenne. Wurde aber auch Zeit. Das endet nicht gut. Jetzt schnell in den Gefahr. Sehr gut. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir! Wir müssen ins Haus! Na, Rinder. Hallo? Jemand da? Tür sprechen. Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein, sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen! Hör schon auf, die sind unsere Freunde! Na los, rein mit euch! Kommt, hier lang! Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Willkommen in der Familie. Ja. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Wer hat in das Resident Evil 7 geguckt? Oder bei jemandem geguckt im Let's Play oder selbst gespielt? Familie, das muss hier nichts Gutes heißen. Das ist hier lang. Bilderalbum. Mal ein bisschen der Privatsphäre rumblättern. Okay, hier sind wir dann gekommen. Komm rein, die anderen warten. Aha. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Ethan, setz dich. In die Aufwärmstube. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes,
Weib! Und du? Besoffener. Du schreibst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. O Allmächtige, hör unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Ja, du Scheiße. What's happened? Ach du Scheiße. Vater! Elena, nein! Was zum... Lass mich los! Nein! Wir müssen weg! Das ist ein Zombie. Großer Gott. Spät geschossen. Lass ihn los! Na schön. Elena? Ich sagte aufhören! Auf die Rübe. Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Es ist zu spät für ihn. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden! Nein, ich bring uns hier raus. Uns beiden. Wir müssen hier raus. Das müssen wir. Von noch irgendjemand anders. Von noch irgendjemand anderes. Ich in ein Zombie verwandelt. Schubladen. Nichts drin hier. Nichts los. Okay, wie kommen wir hier raus? Einen Ausweg finden. Das
Ist ja hier nicht. Ach so, da geht's lang. Wir müssen irgendwie hier durch. Die Latten wegmachen. Das werde ich jetzt wohl nicht runterschießen, oder? Mit der wenigen Munition, die mir bleibt. Danke für die Zeitanzeige. Also die Achievements sind, ich weiß nicht. Je nachdem, ein bisschen Flintenmunition. Ein bisschen überflüssig, würde ich fast sagen. Oh, ein Autoschlüssel. Das ist nicht schlecht. Ja. Autoschlüssel. Ach, das müssen wir jetzt irgendwo hinsetzen oder was? Okay. Verstehe nicht. Ah, ein Schraubenzieher. Was nimmt ich nämlich den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger? Okay, ich fürchte, der wird gleich noch nützlich sein. Den werden wir gleich noch brauchen. Okay, da knackt etwas. Könnte auch mal das Feuer sein. Schraubenzieher brauchen wir wahrscheinlich hierfür. Inventar. Ja, damit können wir doch bestimmt hier. Oder auch nicht. Hinten war das Haus ab, aber okay. Weg zu stapeln ist auch ganz gut. Ja, verwende Schraubenzieher als Tür. Okay, die Steuerung ist bei mir. Ich verstehe noch nicht ganz. Das müssen wir jetzt per Bewegungsstörung machen. Ah, okay. Da können wir nicht durch. Aber ein Autoschlüssel, da können wir vielleicht. Mist, das Feuer breitet sich aus. Rein hier. Motor starten. Was hast du vor? Geh rüber. Niemand kommt mehr raus. Eine Autofahrtszene. Hurra. Ab durch die Mauer. Gas geben. Volle Möhre.
gab es doch schon Resi eben, Resi 7 Autofahrszene gegen den Vater. Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Okay. Und nun? Dann eben nach oben. Ich habe schon befürchtet, dass wir hier nicht so leicht rauskommen. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, okay. Hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Wie kommen wir da jetzt durch? Das wäre schön. Wir müssen das doch jetzt irgendwie wegkriegen. Schön ein paar Schuss verschwenden. Wir werden sowas von bereuen. Ja. Schauen wir uns hier. Oder auch nicht. Hier muss doch einen Weg geben. Okay, hier gibt es einen Weg. Ach so, hinauf. Komm, es hält. Das ist ein Fenster. So kommen wir hier raus. Hinaus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und ins Tod. Schloss. Ja, und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht. Nein. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Oh. Er hat mich erkannt. Vater. Du bringst dich noch um. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Pass auf, er nimmt gleich deine Hand. Er reißt sie ab. Nimm sie sich. Du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße. Nein. Fuck. Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. So, dann haben wir jetzt schnell raus hier. Munition. Verzeihung. Munition hier noch irgendwo? Scheinbar nicht. Ja, so raus hier. Da kommt noch was. Ein Chaos. Schuss weit machen. Jetzt alles wieder von vorne los. Fuck. Der Vater, der wird uns noch verfolgen. Ich habe das Gefühl, die sind wohl noch nicht so schnell los. Ich nehme das Fragment natürlich mit. Schlosstor öffnen. Hier wird geschossen. Raus hier. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Ah, shit. Wer war?
Was war das? Ich weiß nicht, ob wir das jemals erfahren werden. Das ist die Waffe. Ein paar Schuss haben wir noch. Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Okay. Hier waren wir schon 10-mal drin. Okay. Ein Schlüssel haben wir einen damit. Haben wir einen mit dabei? Natürlich nicht. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Hier können wir ihn durch. Sind wir hier wieder hier, dann stecken wir wieder hier fest. Zum Schloss wollen wir hin. Von der anderen Seite verschlossen. Waren wir doch am Anfang. So erfolgreich wieder zurückgekehrt. Ah, jetzt haben wir hier doch die Segmente, die können wir doch einsetzen. Na, drehen. So dass es passt. Passt. Und dann das Dämonenfragment. Und auf geht's. Zum Schloss. Nur Blut und Tod. Na dann. Ergebnis. Schwierigkeit leicht. Abschlusszeit 32, 31. Okay. Hier sehen wir einen kleinen Trainer, wie es auch schaut. Capcom Presents. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Okay, da ist eine Uhr in der Mitte. Umbrella Corporation Back. Oder was? When you're whining, we're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my Louisa's house near the fields. Dismay. Oh no, they're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me what is going on around here. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. All that's left from your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin!
take it back. Yeah, what the hell? Ethan Winters. Welcome. It wasn't even a village. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Ja, sehr schön. Vielen Dank fürs Spielen und vielen Dank fürs Zuschauen. Da euch nach oben sozusagen gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und... Ja, Wishlisten auf Steam und so. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ja, haut drinne. Man sieht sich.